Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Daten von Hardware RAID 5 wiederherstellen, der auf dem Array RAC 1210 Controller gesammelt wurde, wie man ein RAID Array aufbaut und was zu tun ist, wenn der Controller nicht funktioniert. Der Verlust von kritischen Daten ist immer ein spontanes Ereignis. Obwohl RAID 5 eine der zuverlässigsten Datenspeicherlösungen aller Stufen ist, kann es keinen hundertprozentigen Schutz vor Datenverlust garantieren. Im unvorhersehbarsten Moment können ein oder mehrere Laufwerke ausfallen, eine Controller-Fehlfunktion oder eine der Hardware-Komponenten ausfallen, eine falsche Konfiguration, ein versehentliches Löschen oder Formatieren von Laufwerken können zum Verlust wichtiger Informationen führen. Später im Video zeige ich Ihnen, wie Sie Daten von einem RAID-Array mit einem funktionsunfähigen Controller wiederherstellen. Lassen Sie uns zunächst den Prozess der RAID-Erstellung durchgehen, worauf Sie bei der Erstellung eines RAID achten müssen und welche Parameter Sie benötigen, um die verlorenen Daten später wiederherzustellen. Das RAID wird aus drei Festplatten bestehen, die von einem Array RAC 1210 Controller zu einem RAID zusammengefügt werden. Wenn Sie ein System mit einem RAID-Controller und installierten Laufwerk starten, wird die folgende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Meldung wird etwa 5 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt, sodass Sie Zeit haben, das Konfigurationsmenü durch Drücken von Tab oder F6 auszurufen. Um die Einstellungen zu überspringen, drücken Sie SCC. Sobald die Konfiguration aktiviert ist, erscheint das BIOS-Fenster mit einem Auswahldialogfeld, in dem die an das Motherboard angeschlossenen Controller ausgelistet sind. Verwenden Sie die Pfeiltaste nach oben und nach unten, um den zu konfigurierenden Adapter auszuwählen. Drücken Sie Eingabe Enter und das Hauptkonfigurationsmenü ausrufen. Um ein RAID Array schnell zu konfigurieren, wählen Sie das erste Element des Menüs Click Volume RAID Setup und drücken Sie die Eingabetaste. Wählen Sie einen RAID Typ aus der Liste und drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Geben Sie die Volumengröße und die Blockgröße an. Erstellen Sie ein Volumen. Ja, und bestätigen Sie mit der Angabetaste, wählen Sie dann den Installationstyp normal im Hintergrund oder ohne Initialisierung Enter. Damit ist der RAID-Erstellungsprozess abgeschlossen. Drücken Sie mehrmals die Taste Tab, um den Vorgang zu beenden und neu zu starten. Überspringen Sie beim nächsten Start die Einstellung Commit SE und warten Sie, bis das System hochgefahren ist. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und partitionieren Sie das neue Laufwerk. Die zweite Möglichkeit, ein RAID Array zu erstellen, ist die Verwendung eines Webbrowsers oder von RCHTTP, eines proprietären, webbasierten Diskprogramm. Die Software hilft bei der Identifizierung des Controllers im System und seiner IP-Adresse. Starten Sie das Dienstprogramm durch Doppelklick auf das Symbol im Kontextmenü und eröffnen Sie es über das Menü Start. Im Browse-Fenster auf der linken Seite sehen Sie eine Liste der definierten Controller, wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus und erweitern Sie diese Registerkarte. Wenn Sie auf das Modell klicken, wird eine neue Registerkarte mit der IP-Adresse des Geräts geöffnet. Wenn der Controller nicht vom System erkannt wird, laden Sie die Treiber herunter und installieren Sie sie manuell. Um das RAID-Controller-Verwaltungsmenü auszurufen, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Der Standardwert ist Admin, das Passwort lautet 0000. Öffnen Sie die Registerkarte Quick-Funktion. Quick Create. Wählen Sie im geöffneten Fenster auf der rechten Seite den RAID-Typ aus. Geben Sie die RAID-Größe, den Initialisierungstyp. Und die Blockgröße an, setzen Sie hier ein Häkchen und klicken Sie auf Bestätigen. Das Volumen wurde erstellt, warten Sie, bis die Initialisierung abgeschlossen ist, dann wird es in der Datenträgerverwaltung angezeigt. Jetzt müssen Sie sie nur noch partitionieren und Daten auf die Festplatte schreiben. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung.
Datenträger initialisieren. Okay, und parallelisieren Sie ihn. Wenn der Controller ausfällt, können Sie die Daten nicht mehr von den Laufwerken abrufen, ohne den Controller abzutauschen. Sie können versuchen, die Laufwerke mit dem Linux-Betriebssystem zu lesen, aber wenn Sie kein erfahrener Benutzer sind, kann dies noch mehr Schaden anrichten und Sie können Ihre Daten vollständig verlieren. Wenn Sie keinen Ersatz für Ihren defekten Controller finden können, können Sie Hetman Raid Recovery, ein spezielles Datenträger-Tool, verwenden. Es unterstützt die meistens gängigen Dateisysteme und RAID-Typen. Es kann die Informationen über den zur Erstellung des RAIDs verwendeten Controller ableiten und das RAID wiederherstellen. Schließen Sie die Laufwerke direkt an die Windows-Hauptplatine an und starten Sie das Programm. Bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über ein Laufwerk verfügen, die mindestens so groß ist wie die wiederherstellenden Daten. Möglicherweise haben Sie auch ein Problem mit nicht genügend SATA-Anschlüssen und Stromanschlüssen. Dafür gibt es verschiedene Adapter, die verschiedene Modelle können Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Wie Sie sehen können, hat die Software das erstellte RAID aus dem angeschlossenen Laufwerk automatisch wieder zusammengesetzt. Detaillierte Informationen finden Sie unten. Prüfen Sie, ob es richtig erkannt wurde. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und führen Sie einen schnelleren Scan aus. Und um die Ergebnisse anzugeigen, fertig. Suchen Sie den Ordner, in dem die Dateien gespeichert wurden. Wenn Sie auf die Dateien klicken, können Sie Ihren Inhalt in der Vorschau sehen. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Speicherpfad an. Und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Danach befinden Sie sich in dem von Ihnen angegebenen Ordner. Wenn schneller Scan die verlorenen Informationen nicht findet, führen Sie die vollständige Analyse durch. Wenn die Software Ihr RAID nicht automatisch ermittelt und aufbauen kann, können Sie den RAID-Konstruktor verwenden. Um ein RAID mit Konstruktor zu erstellen, müssen Sie die Parameter des zerstörten RAID kennen. Wählen Sie manuell erstellen und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie im nächsten Fenster den RAID-Typ, die Blockreifenfolge und die Größe an. Wählen Sie die Festplatten im Array aus und geben Sie deren Reifenfolge an. Füllen Sie die fehlende mit leeren Festplatten auf, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Wenn die Parameter korrekt sind, wird mindestens eine Partition unter dem Array angezeigt. Erwarten Sie diese und überprüfen Sie, ob der gewünschte Ordner vorhanden ist. Wenn die Partition nicht erscheint und die Parameter korrekt sind, müssen Sie höchstwahrscheinlich einen Offset finden und angeben, an dem sich der Anfang des Dateisystems auf den Laufwerken befindet. Die RAID-Technologie dieses Controller-Tipps ist so konzipiert, dass der Anfang des Dateisystems nicht am Anfang des Laufwerks liegt. Da die Informationen überschrieben wurden, kann dieser Versatz von der Software nicht automatisch erkannt werden. Wählen Sie den Hex-Editor, um sie zu finden. Führen Sie es aus, indem Sie mit der rechte Maustaste auf den Datenträger klicken und ihn in der Liste auswählen oder Ctrl plus H drücken. Klicken Sie hier auf das Suchsymbol und geben Sie den folgenden Wert in dieser Zeile ein FPR und klicken Sie auf Suchen. Der gefundene Wert ist minus einen Sektor, da der Anfang dieses Dateisystemtyps im zweiten Sektor von Anfang liegt. Der gefundene Offset muss für jede der Festplatten angegeben werden. Überklicken Sie mit der linken Maustaste auf das Laufwerk und geben Sie es in dieses Feld ein oder klicken Sie auf dieses Symbol. Wenn die Partition noch nicht erschienen ist, sollte sie nach Angabe des Offsets erscheinen.
Wenn Sie alle Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Dann wird RAID im Datenträgermanager angezeigt. Es muss nur noch gescannt und die Daten zurückgegeben werden. Datenverluste treten häufig auf, wenn Festplatten ausgetauscht oder in andere Rechner eingebaut werden. Um das Array wiederherzustellen, führen Sie alle Schritte vollständig aus und akzeptieren Sie nicht die von einem anderen System angebotene Initialisierung und Formatierung von Laufwerk. Das Formatieren des Bootlaufwerks oder der Partition kann die Verflechtung beschädigen oder löschen, was die Wiederherstellungsbarkeit von Daten verringern und zu unwiederbrüchlichen Verlust führen. Es ist ratsam, eine Sicherungskopie des Datenträgers zu erstellen, bevor Sie etwas unternehmen. Helping RAID Recovery verfügt über zusätzliche Funktionen und die effiziente Arbeit mit RAID-Laufwerken, die Anzeichen von Hardware-Defekten aufweisen, zu verbessern. Mit der Software können Sie Festplatten im Mensch erstellen und analysieren, was die Belastung Ihrer Festplatten reduziert und Sie vorauswählen Schutz. Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig diese Kopie Ihrer wichtigen Informationen erstellen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.